Ja, servus, herzlich willkommen hier wieder bei Cook Attack TV. Mein Name ist wieder, wie immer in letzter Zeit eigentlich WebLP. Ja, das letzte Video ist glaube ich auch schon wieder 2 oder 3 Wochen her. Ich muss lügen. Ja, Schande über mich, aber ich habe halt die Woche einen neuen Betrieb angefangen und ja, da hatte ich dann noch keine Motivation, was zu machen. Heute ist es wieder soweit. Ich koche was Schönes. Was gibt es denn? Was gibt es denn? Ja, Spaghetti Carbonara. Fast original italienisch. Viele kennen es vielleicht einfach Käse-Sahne-Soße mit Speck und so drin. Das ist aber ein Irrtum. Das ist nicht original und so wird es auch nicht gemacht. Einfach hier Sahne, Käse im Pott und lass es kochen. Ich stelle euch jetzt mal die Zutaten vor und dann kochen wir fast leckeres italienisches Carbonara. Und das fast ist nicht auf lecker, sondern auf original bezogen. Also bis gleich. Hätten wir zum einen schon mal den Speck, zum anderen den guten Parmesan. So wie die Butter haben wir noch dazu, ne? 4 Eier. Die Eigelbe werde ich jetzt auch trennen. Und was ich zum Schluss dazu schummeln werde, ist Gouda. So, da hätten wir auch schon alle Grundzutaten bis auf die Spaghetti zusammen. Und jetzt kann es weitergehen. So, wie ihr seht, habe ich schon ein paar Vorbereitungen getroffen. Den Parmesan klein gemacht. Am besten ihr nehmt eine Reibe. Memo an mich selbst. Ich habe immer noch keine vernünftige kleine Reibe. Beim nächsten Video habe ich es halt, ich sie brauche. Dann habe ich das Eigelb und die Butter, 50 Gramm, in eine Schüssel gepackt und das wird jetzt schön schaumig gerührt. Und am Ende mache ich noch so ein Hähnchen Gouda mit rein. Den Parmesan werde ich nochmal ordentlich durchmixen. Salz, Pfeffer dran. Ja, so viel ist das gar nicht. Ordentlich schaumig machen. Den Schinken. Gut, das ist auch kein Originaler, aber die Herstellung ist original italienisch. Und ja, wie man den anbrät, brauche ich, denke ich mal, euch nicht sagen. Einfach auslassen, ohne Fett wieder, weil Speck hat genug Fett. Da braucht ihr noch nachhelfen. Und ich zeige euch dann, wenn ich die Mische fertig habe, sage ich mal. Nudeln werde ich dann später kochen. Ich werde das jetzt erstmal in den Kühlschrank noch stellen. Und dann, wenn ich Hunger habe, mache ich mir das fertig. Und dann zeige ich euch nochmal, wie. Ja, ganz wichtig auch noch, worauf ihr achten solltet, ist, dass die Nudeln noch heiß sind. Die schreckt ihr nicht ab oder so. Aber sie dürfen auch nicht zu heiß sein. Also lasst sie nochmal kurz, wenn ihr das Wasser abgekippt habt, eine Minute im Kochpot. Und dann packt ihr die Masse dazu und rührt ordentlich, ordentlich rühren, sonst stockt euch das Ei. Schmeckt vielleicht noch gut, sieht aber wie wie Rührei dann aus. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja schon versuchen, das Ganze auf einem ja, schönen Niveau zu halten, dass es auch super aussieht. Und ja, ich werde jetzt in der Zwischenzeit den zwischenschaltigen Speck anbraten und am Ende zeige ich euch, wie ich die Nudeln fertig mache, dekoriere. Ja, wieder nur ein ganz kleines kurzes Video, aber ich denke mal, Carbonara haben die meisten Bock drauf, das mal vielleicht selbst zu machen. Und ja, ich werde das Ganze jetzt verquirlen, das werde ich jetzt auch noch aufnehmen, habe ich mir gerade überlegt. Und ja, dann sehen wir uns gleich beim Verquirlen. Um das Ganze schön zu verquirlen, werde ich hier ein Gogo Gadgetto Anrührgerät benutzen. Ihr wisst, ich bin kein Fan davon, aber ausnahmsweise werde ich das mal machen, damit die Butter schöner schaumig geschlagen werden kann. Ja, Gewürze ganz normal, Salz, Pfeffer und eine Prise Muskatnuss. Und dann versuchen wir das hier schön. Ja,
Küchenmaschine so kann. Der Vorbau. Ja, ich muss zugeben, ich habe eben noch mal ein Rezept, beziehungsweise ich versuche es gerade nach Rezept zu kochen, von chefkoch.de. Mir fällt so, ja, die Butter sieht so wenig aus. Ich nehme einfach doppelte Menge, also 100 Gramm Butter. Vorhin die Butter ein bisschen leicht gemacht. Weil ich die Butter auf dem Kühlschrank hatte, habe ich die natürlich nochmal kurz in die Mikrowelle oder Sekunde gepackt. Am besten, ihr lasst die Butter drauf liegen, dann habt ihr das Problem nicht. Oder so. Nee, ist nicht ganz richtig. Es wird wirklich Spaghetti-Kappe laufen. So. Jetzt mache ich hier noch die Mühle kaputt. So. Muskatnuss. Salz. Müsst ihr nicht zu viel dran machen, weil ihr wisst ja, ihr habt ja Spaghetti mit Salzwasser gekocht. Hoffe ich zumindest. Wenn nicht, dann macht ihr es jetzt, nachdem ihr es gesehen habt. So, dann hoffe ich mal, dass der Parmesan, den werde ich jetzt noch ein bisschen grob zerbröckeln, zerbröseln, dass sich der Masse auch gut anpasst. Ihr habt jetzt, denke ich mal, nicht das Problem, weil ihr einfach so schlau wart und eine Reibe benutzt habt. Unseren super frischen, leckeren Käse dazu. Nur das Beste für die Gäste. So, den Käse habe ich jetzt auch drin. Das Ganze verrühre ich schön. Ganze eine homogene Masse bildet. Sieht jetzt aus wie sonst was, aber so wird das halt gemacht. Jetzt den Speck mit unter. Sieht zwar, wie ich vorhin schon gesagt habe, wie so ein Kuchenteig aus. So, da brauche ich jetzt auch noch mal ein Rührgerät. Aber ihr wisst ja, Käse schmilzt bei Hitze, also wird das danach noch schöner sein. Oh, das Ganze sieht jetzt doch wie Rührei aus, aber es liegt jetzt nur im rohen Zustand daran, dass da halt Butter drin ist. Und ja, wenn ihr die Spaghetti dann, beziehungsweise wenn ihr die Masse jetzt über die warmen Spaghetti dann macht, dann schmilzt natürlich die Butter, der Käse. Das hebt ja schön unter. Und dann habt ihr eine leckere Carbonara-Soße. Ja, so viel dazu. Ich werde am Ende nochmal mein Tellerchen zeigen. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen. Wird ja sehr lecker sein auf jeden Fall. Und letztens, ja, das muss ich euch noch erzählen. Letztens hat ein User von mir, sage ich jetzt einfach mal, gesagt, hey Chefkoch, ich will deine Crepes selbst machen.
Da habe ich gesagt, ja, kein Problem, das Rezept steht ja da. Ja, erklär mir das mal. Dann habe ich ihm das halt im Teamspeak erklärt. Und er meinte, alles klar, ich bin gleich wieder da. Dann hat er die gemacht, nach meiner Anweisung. Und meinte dann, ey, Chefkoch, soll ich mal ein Bild davon machen? Dann habe ich gesagt, ja, warum nicht? Dann sehe ich dein Ergebnis mal und kann meckern, wenn es scheiße aussieht. Nein, es sah gar nicht scheiße aus. Fürs erste Mal hat er gesagt, gut ab. Und da kam mir die Idee, weil er gesagt hat, ja, damit du auch weißt, dass ich das bin, mache ich da die Gabel und den Messer von deinem Logo drauf und schreib da meinen Namen hin. Und da ist mir die springende Idee gekommen, wenn ihr Lust habt, beziehungsweise ich rufe auf, ihr habt Lust zu haben, wenn ihr eines der Produkte, der Gerichte nachmacht, die ich auf meinem YouTube-Kanal hier oben in der Leiste, nee, Spaß, kann ich noch nicht einblenden, muss ich mich nochmal mit befassen, mit Videos schneiden. Wenn ihr das dann habt, dann macht ein Schädchen dran, guckt ihr Tag TV euren Namen und fotografiert das und schickt es mir, dann werdet ihr im nächsten Video euer Gericht sehen. So viel dazu. Wir sehen uns wieder nachher zum Anrichten. Euer WebLP, guckt ihr Tag TV. Und hier, Lights, kommt dein Bild. So, da wären wir nun auch wie versprochen zum Herstellen des Essens. Ich habe jetzt hier meine Caponare, meine Nudeln, die ich nur durch ein Sieb gegeben habe. Hab meine Caponara-Soße, die ich jetzt zu den Nudeln packen werde. Boah, das ist aber fest. Am besten, ihr verwendet das Gleit. Alles da rein. Und schön mit den Nudeln verrühren. Jetzt natürlich einfacher, wenn ihr die Caponara jetzt nicht wie ich in den Kühlschrank packt, weil dann wird es natürlich fest durch die Butter, ist klar. Das Ganze verrührt ihr jetzt, bis das schön in den Nudeln der ganze Geschmack ist und ihr keine dicken Klumpen mehr habt. Und dann sehen wir uns gleich beim Anrichten. Nun richten wir an, einmal Spaghetti Caponara. Fertig, Spaghetti Caponara. Viel Spaß beim Nachkochen.